Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 12. Jo, beim letzten Mal haben wir den Darstia-Trick gemacht und wie ihr seht, ich bin bei Level 19. Und ja, die Aufnahme mache ich jetzt schon zum dritten Mal. Weil es mit dem Mikro nicht ganz hinhaute und mit dem Ton, also mit dem Mikrofonton, dass da ein Rauschen im Hintergrund war und das wollte ich euch nicht antun. Und da sage ich mir, okay, mir fehlt ja bloß eine Stunde Spielzeit, dann mache ich das Ganze nochmal. Ich habe ja Zeit, ist ja nicht so schlimm. Unser lieber Shardox ist immer noch in Ägypten. Der kommt wahrscheinlich auch erst am Freitag wieder, denke ich mal. Und ja. Nein, nicht den Flammenstock verkaufen. Escuchon. Anlegen. So. Und ja, das mit dem Software-Mod lasse ich auch lieber, weil muss ja alles zusammenschneiden und ja, so wie es Shardox macht im Grunde genommen. Aber bei mir leckt das da in dem Software-Mod und da tue ich euch lieber das Geflackere an und hab dann keine Probleme beim Lecken, weil wenn ich Software-Mod anschalte, dann leckt das Ganze. Also, da leckt der ganze Emulator und da haben wir auch nichts davon. Und deswegen, das tue ich euch da lieber nicht an. Oh, was? Dauert ein Weilchen? Ah! Ach, scheiße, wir sind ja noch nicht mal Gambit, Leute. Oh, ja. Ach, dammit. Bin ich umsonst hier rein? Warte mal, wo geht's jetzt zur Unterstadt? Hier unten. Ne, hier geht's zur Unterstadt. Okay, dann können wir Richtung Dings rein. Richtung zum Reinschleichen. Ist ja nicht weit. Und ja. Machen wir hier lang. Da lang. Tja, man versteht mich diesmal ordentlich. So, und hier ist Kreuz. Hey, Vaan, hab auf dich gewartet. Steh kurz davor, auch die linke Tür aufzukriegen. Die Rattenkämpfe sind doch sicher langsam langweilig. Du sollst als Erster sehen, was sich da unten verbirgt. Deswegen habe ich auf dich gewartet. Allerdings fehlt mir zum Öffnen noch ein ganz bestimmtes Werkzeug. Wäre super, wenn du mir das besorgen könntest. Schade, was? Hast dich sicher schon auf neue Abenteuer in der Kanalisation gefreut? Oder? Nee, Quatsch. Natürlich hat Meister Keiz das Zeug längst besorgt. Was dachtest du denn? Also sieh und staune. Hä, vielleicht so? Hä? Doch nicht? Ah, jetzt komm schon. Puh, geschafft. Jetzt kannst du dich endlich mal woanders umsehen, Vaan. Ach übrigens, das ist für dich. Kannst du vielleicht gebrauchen. Man weiß ja nie, was da unten für so viele Monster lauern. Die Gurumsee ist Kanalisation. Okay. Man weiß, dann mache ich mit Stoppuhr, aber diesmal mache ich ohne. Dann muss ich gucken, wie weit ich jetzt aufnehmen kann. Also so zumindest.
Ah, wir kriegen sie alle in ein Schlagblatt. Weiter geht's. Erstmal hier unten lang. Wo ist eine Fledermaus? Ah, nee, nix Fledermaus. Erstmal nicht. Erstmal mit den Ratten die Serie aufbauen. Mit den Ratten. Obwohl, jetzt kommt eh gerne eine Fledermaus dazu. Okay, der ist jetzt kaputt. So, wir lassen die Fledermaus in Ruhe. Kümmern uns nur um die Ratten erstmal. Na, sie ist rennt von selbst weg. So geht's auch. Was war's denn jetzt mit den Ratten, oder? Ja. Ja, wir brauchen jeden Lizenzpunkt. Also mit den Serien habe ich ja alles schon. Ist ja nicht so schlimm. Okay, wäre noch eine Ratte gewesen. Waren die immer neu, sehe ich gerade? Komm her, du! Fledermaus! Nee, sag mit dem Software-Mod leider, das lohnt sich bei mir nicht. Also, dann leckt bei mir der Emulator ganz schön. Da müssen wir uns ja das Geflackere antun bei den Szenen. Bei Shard Dogs mag es zwar gut laufen, hat ja auch einen stärkeren Prozessor als ich. Wohlgemerkt, einen stärkeren Prozessor als ich. Er hat zwar auch einen Vierkern, aber er hat einen stärkeren Vierkern. Einige stärkeren Vierkern als mein. Und da geht es bei ihm besser als bei mir. Da müssen wir uns leider mit den Geflackeren zufrieden geben. Bei den Szenen. An sich so läuft der Emulator wenigstens ordentlich schnell. Gucken wir mal aus. Und nur nicht hier. Ist halt bei Final Fantasy 12 der Nachteil bei Emulator. Dass es da emuliert wird und da... Schon wieder die Steilflosse. Die hab ich vor uns gesehen, also gerade eben, wo ich kurz aufgenommen habe. Ein Eisenschwert. Ja, holla. Cool, das ist sogar noch besser als das Kackschwert hier. Dieses komische Breitschwert. Jawohl! Komm her, du Fledermaus! Komm runter! Was? Komm runter! Komm runter! Hahaha! Geht doch! Das ist ja nice! Okay, wir haben die Feuer auch so platt gekriegt mit einem Schlag. Autsch! Ich habe den Boss vorher nicht gesehen, die Steilflosse. Deswegen wundere ich mich, dass es den Boss gibt. In den Garamsee. In der Garamsee-Kanalisation. Komm her, du Fledermaus. Komm her, los. Hallo. Mein Gott.
Okay, für den Flammenstock brauchen wir trotzdem noch 19 Punkte. Aber wir haben jetzt noch ein besseres Eisen, ein besseres Schwert, das ist schon mal gut. Zur Überbrückung für den Flammenstock. Oberhalb dieser Treppe scheint der Palast zu liegen. Weitergehen. Ja, einmal innerhalb des Palastes gibt es wahrscheinlich so schnell keinen Weg mehr raus. Trotzdem weitergehen. So, und jetzt gucken wir uns die Szene halt im Flacker-Modus an. Huch, wer war das denn? Wer war das denn? Der königliche Palast Rabanastros. Genau, und jetzt geht es nämlich ganz normal weiter. Weil ich keine Software-Mod eh nicht nutzen. Die Skizze des Rabanastros Palasts enthalten. Alle Kartenabschnitte sind aufgedeckt. Yay! Oh, ich bin 10 Minuten schneller als vorhin. Vorher. Tür. Kisten sollte man hier ebenfalls nicht öffnen. Gerade die hier hinten. Was ist denn Schalter? Hä? Achso. Nein, 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 nein. Schön in Ruhe lassen, die Kisten. Solange wir die Doxalanse noch nicht haben. Schon erzählt der Shardox noch in Ägypten ist? Ja, der ist immer noch in Ägypten. Und das heißt, ablenken mit Final Fantasy 12. Selber aufnehmen. Ist das Personal für den Sonderdienst vollständig versammelt? Sehr gut. Eure Aufgabe ist es, nach Abschluss des Banketts die Aufräumarbeiten zu verrichten. Wartet hier, bis ihr weitere Instruktionen erhaltet. Verhaltet euch bis dahin ruhig, dass mir niemand auf die Idee kommt, die Treppe hochzuwollen. Zuwiderhandlung wird hart bestraft. Warte hier, bis du etwas anderes von uns hörst, Junge. Was ist denn mit dem los? Ob der etwa nach oben will? Hast du gerade versucht, nach oben zu kommen? Hast wohl Hunger, was? Klar, wer würde sich nicht gerne in den Happen vom Buffet reinschieben? Brauchst gar nicht so zu tun, hab dich längst durchschaut. Na, dann will ich deinem knurrenden Magen mal was Gutes tun. Pass auf, ruf die Wache mit Viereck. Ich lenke sie dann ab. In der Zeit kannst du dich nach oben stehlen. Und mach einen großen Bogen um den Typen, sonst merkt er, was du vorhast. Hey Buckethead! Hey Buckethead! Jetzt oder nie, auf Lauf los! Wah, tschüss! Dappadipidu, ich bin nicht mehr da! Haha! Ja, dieser Spaß. Wo Daniel sich so aufgeregt hat. Ah, was lange brauchte. Das Wappen sehen der Sonnekraft, den drüben Weg zu erleuchten. Sobald du im Palast bist, wirst du auf das Wappen stoßen. Erfüllt mit Sonnenlicht wird es deinen Weg erhellen. Das ist es, was der alte Dellen gesagt hat. Werde also dieses Wappen aufstöbern müssen. Ja, jetzt kommt der lustige Scheiß hier. Wie war das nochmal gewesen? Die mussten erstmal weg von hier drüben. Hallo. Hallo. Ah! Ihr seht mich nicht. Tschüss. Haha.
Nee, das ist Falkenwappen. Hier ist es Löwenwappen. Da. In den Flur ist ein wunderschönes Wappen eingearbeitet. Es zeigt einen Löwen. Den Munzel-Sichelstein anwenden. Ja. Kling, kling. Blub. Das Wappen ist erfüllt mit Sonnenkraft. Irgendwo muss nun der geheime Weg erhellt sein. Over here! Over here! Ah, nein! Tschüss! Hello! Hallo! Ah, ihr seht mich nicht! Nein! Tschüss! Wiedersehen! Ihr Schwachköpfe! Oh, das war wieder mal so easy! Nee. Spaß. Daniel wird mich hassen! Daniel, du wirst mich hassen! Du das siehst! Schwaches Leuchten! Durch das Gitter schimmert ein schwaches Licht. Dies scheint der erhellte Weg zu sein. Den geilen Weg beschreiten. Ja. Okay, die Geheimtür hätte ich gefunden. Doch wo ist die Schatzkammer? Hey, was fällt dir ein, einfach wieder zuzufallen? Bleibt mir nur eine Richtung. Was fällt dir ein, zuzufallen? Einfach wieder zuzufallen, du komische Tür, Mann. Von hinten klang ein Geräusch, wie beim Lösen einer Verriegelung. Ja, ein Schalter ist in der Wand eingraviert, stand da noch. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Wand. Untersuchen.